des aus dem Herzchakra entstandenen Grundsystems. Ein Zentrum in der Mitte und drei Auskopplungen. Anatomie ist ein wesentlicher Bereich bei der Entstehung des Körpers. Und da komme ich unter anderem zum Dr. Hamer, der vielleicht den einen oder anderen schon geläufig ist, der selbst Chirurg gewesen ist und der im Prinzip zeigt, dass alles spiegelsymmetrisch verläuft. Der war ja selber Chirurg, ja, und der hat gesagt, ja, wenn das so aufgebaut ist und wir da drei Keimblätter haben, in denen zwei spiegelsymmetrisch verlaufen, Großhirn und Kleinhirn, also in der Keimblattentwicklung, dann muss sich jede Form von organisches Leiden, was da unten sich abspielt, oben widerspiegeln. Und seine These war, alles, was unten ist, ist auch im Gehirn sichtbar. Und tatsächlich ist das so. Es ist so. Ja? Der mittlere Bereich, der sozusagen eine Sonderstellung hat, ist das sogenannte Mesoderm. Ja? Der innere Bereich, der älteste stammgeschichtliche, ist das sogenannte Entoderm. Ja? Und der äußerste Bereich, der stammesgeschichtliche jüngste, ist das sogenannte Ektoderm, das äußere Keimblatt. Und entsprechend dieser drei Farben gibt es drei verschiedene Gruppen von Organstrukturen, die uns unterstützen. Das ist das sogenannte vierte ontogenetische System der kleinen Erreger, die das kontrollieren. Die Bakterien kontrollieren den Mesodermbereich, die Viren kontrollieren den Ektodermbereich und die Pilze und die Mykobakterien und so weiter kontrollieren den Entodermbereich. Ja? Der ist außen, braucht große Oberfläche, hängt mit dem Plasmakörper zusammen, also mit dem Lichtkörper. Der hängt mit dem Emotionalkörper zusammen und der hängt mit dem Wurzelchakra zusammen. Ja? Und daher sind die Wurzelchakra-Bereiche Niedertemperaturbereiche lokal und gehen in die Substanz. Pilzerkrankungen sind substanzgebunden, brauchen sehr lange und treten nur lokal auf, normalerweise. Diese da sind Feuerkrankheiten, haben die kleinsten Erreger, hängen mit den sogenannten Viren zusammen, sind global verbreitet über den Körper, laufen im Hochtemperaturbereich ab und sind immer temperaturabhängig, also Fieberkrankheiten. Virenerkrankungen sind Fieberkrankheiten. Und die da befinden sich im mittleren Bereich und hängen mit der Blutzirkulation des Systems zusammen, sind eng gekoppelt an den Blutkreislauf. Es ist auch so, dass Zellen im Körper, stammesgeschichtlich ja von den drei Keimblättern kommen können, können ihre Zugehörigkeit nicht wechseln. Der Hamer vertritt die These, das ist nicht möglich, weil eine Zelle von seiner inneren Struktur vom Keimblatt abstammt und kann seinen inneren ganzen Bau, wie das strukturiert ist, nicht ändern. Daher gibt es nach Hamer beim Krebs, wenn eine Zelle sozusagen das ihr Eigenleben produziert, keine Möglichkeit, dass von einer Zelle, wo ein Krebs im inneren Keimblatt existiert, plötzlich ein Krebs im äußeren Keimblatt von derselben Zelle auftreten kann. Das ist nicht möglich, weil die Zelle seine Zugehörigkeit nicht ändern kann. Und deswegen gibt es keine Metastasen. Das ist ein Blödsinn. Es gibt nur weitere Schockzustände, die zusätzliche Auswirkungen haben, die sich dann in anderen Organen zeigen. Aber Metastasen sind eine Erfindung der Medizin. Normalerweise schwingt ein System in einem gewissen Gleichgewicht. Ja? Jedes Organ hat sein eigenes Gleichgewicht. Und die gesamte Säule aller Erfahrungen mit allen Gleichgewichten wird im Gehirn in der höchsten Frequenzebene dort oben abgebildet. Und es muss zuerst zu einem aus dem Gleichgewicht geratenen System kommen, bevor sich etwas in einer besonderen Weise krankheitsmäßig niederschlägt. Und das kann nur ein Schock sein. Es gibt die verschiedensten Schockorten. Jeder Schock löst in anderen Organen etwas aus. Praktisches Beispiel, Mutter verliert Kind bei Autounfall, löst einen Schock aus, weil das Kind ja verloren gegangen ist. Dieser Schock setzt sich zuerst im höchsten Frequenzbereich da oben nieder und löst da oben eine Situation aus, die man auf einem CT sehen kann, ja, in Form von sogenannten ringförmigen Wellen. Normalerweise schwingen ja die Wellen so. Das heißt, ich habe eine Spirale, die geht nach innen, dann geht sie wieder nach außen, dann geht sie wieder nach innen. Das ist eine Schwingung. Ja? Und die hat immer einen Fokussierungspunkt innen und wieder einen außen und wieder einen innen. Ja? An einem bestimmten Punkt, wenn ich einen Schock habe, wird das aus der Norm geworfen. Es ist wie ein Einschlag von einem Stein im Wasser, muss man sich das vorstellen. Ja? Wenn ich einen Stein ins Wasser wirft, dann geht eine konzentrische Welle nach außen. Und wenn diese Welle zu groß ist, ja, dann wird die Spirale jetzt plötzlich ganz weit nach außen gelenkt,
ja, und braucht sehr weit, bis sie wieder nach innen kommt. Das heißt, es entsteht ein anderer Rhythmus. Aus dem normalen Rhythmus, der da vor sich hintaktet, entsteht ein anderer Rhythmus, der weiter raus und nach innen geht. Ausgelöst durch ein Schockerlebnis, das durch sogenannte Hamersche Ringe im Gehirn sichtbar gemacht werden kann. Das kann man sehen. Und wo das ist, genau an dem, der Stelle im Gehirn gibt es eine Entsprechung zu den Organen. Und genau an dem Organ reagiert der Körper mit einem Ausgleich. Der Ausgleich ist jetzt keimblattabhängig, ob das innen oder außen verläuft. Wenn das in diesem Keimblatt abläuft, im Äußeren, entsteht ein Minus im Gewebe, eine sogenannte Nekrose. Wenn das in diesem Keimblatt passiert, entsteht ein Gewebeplus und eine sogenannte Wucherung. Was wird wohl passieren bei einer Frau, die ihr Kind beim Autounfall verloren hat? Wo wird sie diesen Krebs bekommen? Ja, entweder da, wo die Sexualorgane sind, oder hier, wohl eher noch bei der Brust. Sie kriegt ein Mammakarzinom, muss sie kriegen, als Ausgleich für den Verlust des Kindes. Das ist eine Reaktion, um den Schmerz zu kompensieren, jetzt ein Überangebot an Milch zu produzieren. Und der Hammer hat nachgewiesen, dass wenn man das weiter beobachtet, wie sich das entwickelt, dass nachher Milch ausgelagert wird im Mammakarzinom. Und dass man einen Aktivierungsmechanismus braucht, um diese Milch wieder herauszunehmen, um der Mutter einen Impuls zu geben, dass diese Milch gebraucht wird, weil das den richtigen Reflex im Gehirn auslöst, dass das wieder zurückgebildet werden kann. Was machen wir? Das Überangebot von Milch rausschneiden, statt nachher jemand zuzeln lassen, damit das Überangebot von Milch herauskommen kann, um genau den Reflex auszulösen, den die Frau eigentlich braucht für den Verlust ihres Kindes, zum Beispiel. Und so weiter und so weiter. Da gibt es ja viele, viele Beispiele, wo welche Krankheiten Platz greifen können. Das Zentrum ist immer das Herz. Daher steht hier die Existenz. Lunge, Herz ist existenziell. Wenn jemand Todesangstkonflikte bekommt, dann kriegt er Lungenkrebs. Ein Todesangstkonflikt kann ausgelöst werden, weil jemand zum Arzt geht. Eine Dame geht zum Arzt, sagt, mir fühlt sich das nicht so gut an. Sagt, sie haben ein Mammakarzinom. Und sie haben ja möglicherweise Metastasen. Sie werden nicht mehr lang leben. Sie müssen sterben. Ja? Dann kriegt ihr einen Todesangstkonflikt. Ja? Und dieser Todesangstkonflikt löst einen weiteren Schock im Gehirn aus, den man dann mit einem Hamerschen Ring sehr schön nachweisen kann. Und 5 Wochen später hat sie eine Lungenkrebssituation. Geht sie wieder zum Arzt, sagt er, ja, Sie haben ja jetzt Lungenkrebs, Sie haben Metastasen. Blödsinn, sie hat keine Metastasen gehabt, sondern der Arzt hat ja gesagt, dass sie ein Mammakarzinom hat und dass sie sterben muss. Und weil er das gesagt hat, hat sie einen Todesangstkonflikt entwickelt. Ein Tier kann das zum Beispiel nicht. Eine Ziege, die ein Zicken verliert, als praktisches Beispiel, kann nicht zum Arzt gehen, dem der Arzt erklärt, dass sie ein Mammakarzinom hat. Daher wird sie aufgrund eines Mammakarzinoms niemals einen Lungenmetastasenkonflikt bekommen, den es gar nicht gibt, weil sie kein Todesangstkonfliktschema entwickeln kann, weil sie kein bewusstes Wesen ist. Deswegen gibt es das bei dir nicht. Es gibt keinen Lungenkrebs in der Folge eines Mammakarzinoms. Kommt bei dir nicht vor, nur beim Menschen, weil der Mensch eben bewusst ist. Das ist der springende Punkt. Das sind diese Ringe, hier sieht man sie da. Man, da ist ein Ring, ja. Und das sind die Zonen im Gehirn, wo welche Krankheitsbilder sich da ausbilden können. Ja? Da ist der Ring da hinten, ja? Der breitet sich zum Teil oft über das ganze Gehirn aus und unterbricht eigentlich die Energiestruktur, die da im Gehirn durchfließen sollte. Und die kann nicht mehr durchfließen und die ganzen Muster zur Steuerung des Organs werden unterbrochen. Das Organ muss eine Stufe zurückschalten auf eine primitivere Vorgangsweise und durchläuft jetzt ein Sonderprogramm für den Ausgleich der größeren Energiewelle, die sich dann irgendwann wieder angleicht und wenn sie sich angeglichen hat, ist das Problem bearbeitet. Aber wir unterbrechen mit der großen Zwickschere da drinnen diesen Vorgang. Oft noch in der Heilungsphase, was besonders schlimm ist, wenn die Leute schon in der Aufarbeitung sind. Ja? Ich meine, der Hammer rennt dann natürlich gegen solche Wände, das kann man sich eh vorstellen, aber seine diagnostische Ansatz ist absolut genial, da gibt es überhaupt nichts. Ja? Was ist denn mit den Menschen, wo der Krebs erst im Endstadium festgestellt wird und es keine Heilung gibt? Ja, man muss einmal Folgendes feststellen. Punkt 1. Jeder Krebs wird durch einen Konflikt ausgelöst, der auf einen Schock zurückgeht.
Der Schock wiederum ist Ursache für bestimmte Problemstellungen, die er in seinem Leben nicht bearbeitet hat oder die aus einer komplexeren Situation der Familie herauskommen können oder auch unfallbedingt sein können und so weiter. Das heißt, ohne Lösung des Schockzustandes, also des Konfliktes, der im Hintergrund existiert, keine Heilung vom Krebs ist nicht möglich. Das ist einmal Grundaussage. Das bedeutet, Menschen, die nicht bereit sind, ihr Problem zu bearbeiten, kommen dort nicht aus. Ja, daher kann das immer weiter und immer weiter gehen. Punkt 1. Punkt 2. Der Schweregrad eines Konfliktes, eines Schocks, entscheidet über die Größenordnung des Krebses. Ist dieser Konflikt sehr schwer und war das Trauma sehr schwer, kann auch der Krebs entsprechend schwer ausfallen. Und es gibt Grenzsituationen, an denen man nicht einfach tatenlos zuschauen kann. Ja? Nur da muss man handeln. Das heißt, wird dann die Wucherung zu groß, ja, die kann ja riesengroß werden, dann hat er so ein großes Problem, dass es lebensbedrohlich wird. Dann muss man eingreifen. Das ist ja klar. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass man tatenlos zuschaut, bis das alles abgearbeitet wird, sondern das hängt von der Schwere des Konfliktes ab. Aber noch einmal, zuerst muss die Aufarbeitung des Problems in Angriff genommen werden, sonst kommt der nicht aus. Also praktisches Beispiel. Magen, Darmbereich, haben wir da hauptsächlich gelben Bereich, inneres Keimblatt, wird in der Anfangsphase also mit Wucherung reagieren und dann später das wieder abbauen. Wann kriegt man Magengeschwüre? Wenn man einen Brocken schlucken würde, den man nicht verdauen kann. Praktisches Beispiel im übertragenen Sinn. Ein Mensch baut ein Haus, nimmt einen Riesenkredit auf, kann ihn aber später nicht mehr zurückzahlen. Er hat einen Brocken geschluckt, den er nicht verdauen kann, weil er nicht dazu in der Lage ist, es finanziell zu bewältigen. Was wird die Folge sein? Er braucht eine größere Oberfläche im Magenbereich, die in der Lage ist, diesen größeren Brocken zu verarbeiten. Es kommt zu einer Wucherung, die die Oberfläche der Magenschleimhaut sozusagen aufsprengt, damit er diesen größeren Brocken symbolisch verarbeiten kann. Und diese Wucherung muss jetzt so lange da drinnen bleiben und wird in der entsprechenden Größenordnung ausfallen, wie sie in Relation zu seinem Problem steht. Wenn er jetzt also entweder sein Haus nicht verkauft, weil er nicht damit fertig wird, oder was anderes unternimmt, mit dem er das auf die Reihe kriegt, bleibt der Prozess virulent. Wenn er sich aus dem Prozess herauslöst, dann kann erst der Heilungsprozess beginnen und die Wucherung wieder zurückgenommen werden. Noch etwas, die Zellen sind hier hirngesteuert. Das heißt, wenn da eine Wucherung entsteht, werden die Zellen vom Gehirn aus umprogrammiert. Die führen kein Eigenleben. Die sind nicht entartet und machen ihren eigenen Kaffee, die werden gehirngesteuert. Und solange das Gehirn keinen Impuls sendet, dass das rückgängig oder verändert wird, wird das Problem nicht bearbeitet, sondern geht in diese Richtung. Aber die Zelle ist sehr wohl in der Lage, sich wieder umprogrammieren zu lassen vom Gehirn aus und den umgekehrten Vorgang zu machen. Das geht, jederzeit. Kein Blatt gebunden allerdings, immer nur kein Blatt gebunden. Ja? Und dazu muss das Problem da oben, der Hamersche Ring muss abgebaut werden. Und wenn da Löcher im Hamerschen Ring auf dem CT sichtbar werden, dann wissen wir, der Mensch ist in der Heilungsphase. Und bevor das nicht passiert ist, ist er nicht in der Heilungsphase, sondern er ist in der Schockphase. Die Ärzte sagen nein, kategorisch, zu dem ganzen System. Ja? Weil das ist ja falsch. Weil wenn wir das nicht, wir müssen die Leute chemotherapieren, bis sie zu Tode therapiert werden. Noch einmal. Was wir brauchen, ist eine Synthese zwischen beiden Systemen. Es gibt Grenzfälle, an denen muss man operieren. Es gibt aber auch Situationen, da kann man nur ganz bestimmte, zu bestimmten Zeiten operieren. Zum Beispiel, wenn jemand da eine Bildung an der Nebenniere hat, ist meistens mit Beziehungsproblemen verknüpft oder mit einem Flüchtlingskonflikt, weil da geht es um die Flucht und die Sucht und solchen Dinge. Dann ist es so, dass am Anfang die Gewebestruktur sehr stark verwachsen ist mit dem Rest der Organe und das ist inoperabel. Das nennt die Ärzteschaft heute besonders bösartig. Das ist natürlich auch wieder Unsinn. Das ist nicht besonders bösartig, sondern hier bildet sich zuerst ein Bereich als Grenzfläche, um eine neue zusätzliche Organstruktur herauszubilden, die die Funktion einer Niere übernehmen soll. Und wenn man das weiter beobachtet, wird man feststellen, dass im Endstadium sich dieses Organ ablöst vom Rest, ja, von diesen Zellwänden und dann nur mehr die Kanalzuführungen für den Flüssigkeitsbereich des Blutes existieren und dann diese sogenannte Wucherung eine zusätzliche Nierenausscheidungsfunktion übernimmt. Weil das ja der Sinn der Sache ist. Er muss ja mit mehr Emotionen fertig werden. Das ist ja genau der Hintergrund. Und dann ist es operabel, wenn das jetzt zu groß wäre und ein Problem dasteht, hat man nachher nur das Problem, dass man an einer Stelle das praktisch anschneiden muss, um herausnehmen, aber währenddessen verwachsen ist, kann ich nicht operieren, das ist inoperabel. Und genau dann wird es aber operiert.
Und genau dann erzeugt es den nächstgrößeren Schock, weil er versucht, ein Problem auszugleichen, der Ausgleich wird ihm hinweggenommen. Mit dem Ergebnis, dass er noch ein größeres Wucherung produzieren muss, damit er mit dem wieder fertig wird. Dann kommt er 3 Wochen später wieder dorthin, sagen sie, sie haben ja noch eine größere Wucherung. Ja, logisch hat er noch eine größere, weil man hat ihm ja gar nicht die Chance gegeben, überhaupt in einen Prozess einzusteigen, das Problem zu bearbeiten. Also so kommt man sicher nicht weiter. Auch im Knochensystem spiegelt sich das selbstverständlich wider. Zum Beispiel bei der Osteoporose ist auch eine Form von Krebs, aber nur indirekt. Osteoporose heißt, dass ein bestimmter Bereich wie ein Knochenmaterial hinweggenommen, Schwund. Schwund ist kein Blatt gebunden und je nachdem, wo es auftritt, spiegelt es einen gewissen Teil des Problems wider. Ja? Man kann jetzt das nicht im Detail alles da durchgehen, aber jedes Organ hat mehr oder weniger Keimblattstrukturen. Wie wir zum Beispiel da vorher gesehen haben, der Magen hat eine sehr starke innere Keimblattstruktur, der Rest ist da marginal. Die Lunge hat eine sehr starke innere Keimblattstruktur, hat eine bestimmte Logik in der Entwicklung. Frauen, die ein Kind verlieren und sie sind Rechtshändler, kriegen immer linksseitig das Mammakarzinom. Sind sie Linkshändler, kriegen sie immer rechtsseitig das Mammakarzinom. Die Regel gilt hundertprozentig. Funktioniert immer noch im selben Schema. Bei der Niere zum Beispiel ist das Mesoderm stärker ausgeprägt. Da, ja? Da ist der Bereich sehr stark mit dem Mesoderm-Bereich und dort ist es komplizierter, weil das ist der Mittelbereich, da können beide Strukturen wechselweise wirken. Ja? Also so viel zur modernen Medizin des Krebses. Da müssen wir auch noch sehr viel lernen und wir brauchen erst einmal eine Gesprächsbasis. Jetzt ist es so, momentan wird er immer nur eingesperrt. Dr. Hammer ist hinter Schloss und Riegel, dann wird er wieder freigelassen, dann wird er wieder eingesperrt. Er hat aber mittlerweile schon bei Gericht verfügt, dass seine These universitär geprüft werden soll. Und siehe da, die deutschen Gerichte haben beschlossen, das muss universitär geprüft werden, weil es könnte sein, dass das stimmt. Und daher wurde verordnet, dass die Universität Tübingen, die ja da dagegen ist, eine Experimentenreihe mit Probanden machen muss, um das zu widerlegen oder eben zu beweisen. Und was macht die Universität Tübingen? Trotz gerichtlichem Beschluss weigerte sie sich bis zum heutigen Tage, diese universitäre Reihe durchzuführen. Weil es könnte ja rauskommen, dass der Herr Hammer recht hat. Nachdem schon 23 Ärzte das unterstützen, aufgrund ihrer Erfahrungsberichte und von privater Seite Druck machen. Und wenn das dann rauskommt, dann ist die momentane Medizin auf dem Sektor endgültig gestorben. Das ist klar. Ja. Aber es wäre wirklich dringend erforderlich, dass jetzt diese Testreihe gefahren wird, damit zumindest ein Universitätsergebnis vorliegt, auf dessen Grundlage man den nächsten Schritt eben setzen kann. Und das auch als Verfahren zulässig wird. Über die Diagnose, das ist ein Kapitel, ist in der Hammer-Sache, sind die Sache klar. Was jetzt die Anwendung, die Therapie betrifft, ist ein anderer Kaffee, wie man mit den Leuten nachher umgeht. Ist zum Teil sehr schwierig, weil das hängt je von der Situation ab. Aber ohne psychologische Betreuung sehe ich da keinen grünen Faden. Nur ein praktisches Beispiel. In einer Familie möchte der Vater beerbt werden. Ist reich, Kinder wollen die Kohle haben. Und machen mächtig Druck in der Familie, setzen ihn unter Druck. Er gerät in eine Schocksituation hinein, dass er sozusagen seiner Substanz beraubt wird. Ein klassischer Revierkonflikt. Wird sich vermutlich in der Großhirnrinde irgendwo äußern mit den zuständigen Organen, die da dazugehören. Ja, und den entsprechenden Krebsarten. Ein Revierkonflikt. Kann er nicht lösen, solange er nicht eine Entscheidung fällt, indem er das Erbe abgibt oder die Leute enterbt und sagt, nein, es kriegt niemand was, aber das Testament ist gemacht und das Erbe fällt an Herrn XY Frau oder Organisation. Wenn er das im schwelenden Konflikt lässt, wird der Krebs immer ärger. Als Bestätigung der Kinder, die dann noch mehr Druck machen können, der soll in die Kisten steigen, weil wir wollen ja endlich was erben. Ne? Also das ist ein praktisches Beispiel, was nur auf der psychologischen Ebene gelöst werden kann, weil der Konflikt sonst nicht weg ist. Oder durch eine sehr konkrete Entscheidung.